Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Ich bin nicht mehr unten beim Außenposten, sondern ich habe hier einen kleinen Spaziergang gemacht und ja, in dem Waldstück gleich ein bisschen Holz dran geschafft, das jetzt schon zu Bretter weiterverarbeitet wird. Und ja, das dauert auch noch ein bisschen, weil die Warteschlange geht hier weit über den Bildschirmrand hinaus. Und ja, von daher würde ich sagen, treten wir jetzt erstmal wieder die Heimreise an. Denn hier gibt es aktuell nichts mehr zu tun für uns. Natürlich könnten wir jetzt unten gleich wieder ein bisschen weiterbauen. Allerdings möchte ich ganz gerne nach dem Kühlschrank daheim mal kurz sehen. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Strom da ausreicht. Und ja, ein Kühlschrank voller Gammelfleisch. Ich glaube, das will keiner. Das muss nicht sein. Von daher schauen wir da sicherheitshalber mal kurz nach Hause. Vielleicht können wir uns sowieso dann noch das ein oder andere Teil für den Außenposten herstellen. Mir fällt zwar jetzt so spontan ehrlich gesagt nichts ein, was wir noch dringend brauchen würden, aber naja. Vielleicht habe ich ja noch einen Geistesblitz. Schauen wir mal, was die heutige Folge noch so Schönes bringt. Auf alle Fälle schon mal viele Wölfe, die mich von irgendwo anknurren. Aber das ist ja nichts Neues. Das sind wir ja bereits bestens gewohnt. So, wie schaut's mit Kisten aus? Ja, mau heute. Obwohl, ich glaube, da oben war was. Ja, das schaut doch gut aus. So, da haben wir gleich mal Blueberries drin. Gleich mal futtern. Und wie schaut's hier aus? Ah ja, bisschen Schwarzpulver. Auch nicht verkehrt. Ui, ich bin bisschen zu nah bei dem Vor da oben. Da will ich ehrlich gesagt nicht so dicht dran vorbeilaufen. Ich habe nicht die nötige Ausrüstung dabei, um das zu knacken, das Teil. Aber schon echt krass, wie groß das ist. Wahnsinn. Und halt auch mal die untere Reihe komplett aus Eisen. Das wird kein Spaß, da reinzukommen. Eine Schwachstelle gibt es ja auch nicht, oder? Höchstens die Tür. Aber das ist auch schon alles. Aber die ist auch verstärkt, so wie es ausschaut. Und die holen auch schon wieder Holz, also ja, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Aber gut. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Früher oder später kaufen wir uns die Jäger da oben. Vor allem bin ich auf die Beute dann gespannt. Ob die da mehr Kisten drin haben, die wir plündern können? Wahrscheinlich schon. Weil so groß wie die Basis da oben ist, wir haben doch da mit Sicherheit 3 Kisten drin. Wenn die komplett vollgestopft sind mit Loot. Ui, ihr seht schon, in meinem Kopf rattert's. Die Beute ruft. Aber gut, wir müssen uns erstmal rüsten, bevor ich da wirklich einen Großangriff starten kann, weil ein Vergnügen wird das definitiv nicht. So, jetzt habe ich da noch, genau, eine Tasche gesehen. Wunderbar. Daheim sind wir auch schon wieder. Und mein Charakter ist heiß, sehe ich gerade. Dann wird es vielleicht auch mal Zeit für eine Klimaanlage. So, die Erdbohrer laufen noch. Das ist ein gutes Zeichen. Dann sollte der Kühlschrank eigentlich auch noch laufen. Wunderbar. Alles noch perfekt gekühlt. Sehr schön. So wollen wir das. Gut, ja.
Die Herstellung der Bretter, ihr seht's, dauert noch ein bisschen. Wie schaut's hier aus? Da haben wir noch Wasser. Das können wir eigentlich sowieso gleich mal brauchen, weil der Wasserverbrauch ist da schon extrem, wenn dem Kollegen hier heiß ist. Dann gleich mal runter damit. Das nehmen wir auch noch mit. Wie schaut's hier aus? In der Fettschmelze haben wir noch ein bisschen Biokraftstoff. Und, ah ja, da haben wir noch Heidelbeeren. Das ist schön, weil dann mischen wir da gleich wieder ein bisschen. Okay, soweit so gut. So, wie schaut's denn mit unserem Gemüse oben aus? Wir brauchen Wasser und wir brauchen Dünger. Dünger haben wir schon mal direkt dabei. Und ums Wasser kümmern wir uns doch gleich mal. Können wir sowieso gleich mal wieder alle Flaschen auffüllen. Weil da ist totale Ebbe hier in der Kiste. Da ist ja gar nichts mehr da. Abkochen tun wir es natürlich jetzt aber noch nicht. Da warten wir, wenn dann, noch ein bisschen. Erstmal Hauptsache, dass hier ein bisschen Wasser reinkommt, damit das Gemüse auch wieder was hat. Nehmen wir mal die Abkürzung übers Vordach. Geht schneller, als wie wenn wir wieder über die Treppe rennen müssen. Obwohl, wisst ihr was, die paar Wasserflaschen, die füllen wir jetzt auch noch gleich auf. So viel Zeit muss sein. Gut. Ui. Man kann mittlerweile sogar das Ende erkennen. Bald hat er es geschafft, der Charakter. Und 33 Bretter haben wir schon. Das ist doch eine schöne Hausnummer. So, was stellen wir uns jetzt allerdings her? Für einen Außenposten oder vielleicht auch für die Hauptbasis. Wir hätten eigentlich vergleichsweise viel Strom. Und nachdem ja auch der Strom immer das große Problem ist, würde ich jetzt fast vorschlagen, dass man Solarmodule auf alle Fälle herstellen, dass wir dann, sollen wir das gleich hier platzieren oder nehmen wir das mit für unseren Außenposten, weil ich hätte halt auch ganz gerne zumindest eine Glühbirne gebaut, damit wir nicht ganz im Dunkeln sitzen müssen, dort drüben. Das war ja beim letzten Mal schon grenzwertig mit dem Leuchtstick hier. Der bringt ja auch nicht so wahnsinnig viel. Aber nun gut, das können wir uns dann ja immer noch aussuchen. Fakt ist, wir brauchen Masse, wir brauchen Platinen, Klebstoff, Seile und Metallschrott. Und von daher schalten wir den hier gleich mal ein. Dann machen wir es noch so. Und dann schauen wir doch gleich mal, was wir für die Platinen brauchen. Auf alle Fälle brauchen wir dafür Perlen, so viel ich weiß, und elektrische Bauteile. Und Seile haben wir anscheinend auch keine mehr. Gut, dann brauchen wir Tauwerk und Sehnen. So, und wie schaut's hier aus? Ah, Kupfer fehlt noch. So, 3 Stück. Das wäre dann schon mal geschafft an der Stelle. Eine Batterie bräuchten wir eigentlich auch mal wieder. Da brauchen wir noch Kleber, Kalium und Zinkfragmente. Kalium habe ich hier noch. Zinkfragmente haben wir da noch 2, beziehungsweise da auch noch ein Schwung. Und was war das letzte? Kalium, Zinkfragmente, Kleber war das letzte. Stellen wir auch gleich eine her. Und dann haben wir eh schon wieder fast keine Masse mehr. Aber gut. Wir nähern uns dem Solarmodul. Das ist ja auch schon viel wert.
Machen wir es gleich mal wieder so, dass wir hier das ganze Zeug verstauen. Das kommt hier unten hin. Beziehungsweise die ganzen Erze packen wir jetzt hier unten hin. Und die eigentlichen Roherze kommen hier oben hin. Dann findet man die auch ein bisschen schneller. Wahrscheinlich schaut es in 2 Tagen sowieso wieder ganz anders aus, weil alles hier oben irgendwie reingeschmissen ist. Aber ich habe es zumindest probiert. Sagen wir es mal so. Jetzt sehe ich gerade, wir haben da auch noch Holz. Aber dann machen wir es doch so, dann nehmen wir hier auch noch einen Schwung und lassen wir gleich nochmal Bretter herstellen, weil Bretter brauchen wir so oder so. Da kommen wir nicht drum rum. Die Brücke wird nur aus Brettern gebaut. Sind wir eh gleich bei 50 Stück. Sehr gut. Da freue ich mich schon wieder, wenn es weitergeht beim nächsten Mal mit dem Bauen. Haben wir viel zu tun. Und was machen eigentlich die Jäger? Treibt sich da irgendwo einer rum? Aktuell sehe ich hier gerade keinen. Uiuiui. Schaut nicht gut aus. Da müssen wir bald mal was machen. Bei dem Fundament hier. Und auch bei der halben Wand. Mann, oh Mann. Die Jäger. Lassen hier echt nicht locker. Das Geländer schaut auch nicht mehr gut aus. Das ist sowieso bald Schrott. Aber gut, gar nicht hinschauen. Belasten wir uns gar nicht damit. So, ich brauche was zu futtern. Das steht schon mal fest. Ohne Mampf geht hier nichts. Die Bärenwasser sind aber auch echt ergiebig. Die hauen hier richtig rein. Sehr schön. So, Proteine. Da schnappen wir uns doch gleich mal wieder Fleisch. Das allerdings nicht gekocht ist. Das ist nicht so toll. Dann müssen wir den Ofen anwerfen. Hilft nichts. Weil Strom will ich jetzt nicht verschwenden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Andererseits wäre es eigentlich ein Schmarrn, weil ich müsste sowieso mal wieder Fett sammeln. Und dann läuft der Holzofen eigentlich wieder komplett umsonst. Nee. Das machen wir vielleicht dann doch nicht. Dann brutzeln wir uns hier mal eben was. Beziehungsweise haben wir nicht sogar noch irgendwie was? Nee, haben wir nicht. Das ist alles Rohware. Gut, dann ist die Frage, was gibt's denn Schönes? Leber und Zwiebeln. Hört sich nicht verkehrt an. Fehlen allerdings die Zwiebeln dafür. Steak und Spiegeleier. Das klingt doch nach einer gescheiten Mahlzeit. Da brauchen wir Eier, brauchen wir ein Steak. Das haben wir alles. Daran scheitert's nicht. Und da machen wir uns ruhig gleich mal 2 oder 3. Falls der kleine Hunger kommt, haben wir gleich ein bisschen was auf Reserve. Beziehungsweise, ach komm, weil es wurscht ist. Die 2 Steaks auch noch gleich wegballern. Dann haben wir auch wieder Platz im Kühlschrank. Weil sonst hätten wir das hier eh nicht mehr reingebracht. Und 5 Steaks mit Spiegeleiern kann ich mir nicht gleich reinpfeifen. Das ist dann ein bisschen zu viel des Guten. Er hat fast keinen Brennstoff mehr. Aber da haben wir auch nichts mehr. Ich bin mal gespannt, ob wir die 150 Masse zusammenbekommen fürs Solarmodul. Aber müsste schon funktionieren, denke ich. Seile brauchen wir auf alle Fälle auch wieder. Können wir auch gleich craften lassen. Sehr schön. Und das war dann der Generator. So schnell geht's. So, Patronen brauche ich auch mal wieder. Fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit. Und da schaut's auch gar nicht verkehrt aus. Da haben wir ein bisschen was. Dann stellen wir uns doch Schrotpatronen her. Und auf alle Fälle auch noch Gewehrpatronen. Und auch noch 2 Pistolenpatronen. Dann haben wir hier alles wieder gut verbraucht. Wobei ich da sowieso eigentlich
vergleichsweise viele habe. Aber gut, lassen wir es so. Lieber zu viel als zu wenig. Das ist die Devise. Das brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nochmal, die Perlen. Genauso wie den Kleber. Und das ganze Zeug verstauen wir auch kurzerhand. Machen wir es mal so, das kommt hier hin. Proteinriegel. Muss ich auch wieder ein paar mitnehmen. Wobei wir da auch schon gar nicht mehr so viele haben. Aber gut, was soll's. So, ein Fleisch ist schon fertig. Dann runter damit. Das haut auf alle Fälle schön rein. Das können wir gut gebrauchen. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Aber wird schon noch. Alles zu seiner Zeit. So, 120 Masse. Ah, jetzt brauchen wir aber 500 Strom fürs Solarmodul. Das ist natürlich nicht Teil des Plans gewesen. Und Fett habe ich keins mehr. Ich könnte mir höchstens noch Biokraftstoff aus den Heilkräutern herstellen. Zumindest ein bisschen was. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Allerdings wird das auch erstmal dauern, weil der Charakter, der kommt heute definitiv nicht zur Ruhe. Der muss rund um die Uhr schuften. Der wird mich verteufeln. Mit Sicherheit. Aber gut, von nix kommt nix. Von daher, da muss er jetzt durch, ob er will oder nicht. Mal schauen, vielleicht finden wir noch irgendwie ein paar Kisten hier draußen, bevor es dunkel wird. Aber lang dauert es eh nicht mehr. In der direkten Nähe. Da schaut es aber eher mau aus. Allerdings können wir jetzt den Sonnenuntergang wieder ein bisschen genießen. Ist ja auch was Feines. Wisst ihr was? Ich hole einfach zwischenzeitlich Holz. Viel sieht man zwar jetzt nicht vom Sonnenuntergang, ich müsste mich ein bisschen anders hinstellen. Gut, jetzt hat der Baum sowieso nichts mehr zu bieten. Und da sieht man noch weniger. Da ist der Baum jetzt richtig im Weg. Schade, aber gut. Ui, Wolf auf 12 Uhr. Da haben wir noch Erdbeeren. Und da haben wir noch einen Wolf. Ja, super. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, dass ich nach Hause gehen sollte. Wahrscheinlich sind die hier schon auf der Jagd. Ja, schaut ganz danach aus. Aber als Abendessen tauge ich nicht. Schnell rein. In den schützenden Innenhof. Tür zu. So, mal schauen, was das Fleisch jetzt macht. Braucht anscheinend immer noch, oder? Ah ja, eins ist schon wieder fertig. Sehr schön. Geht gut voran. So, da haben wir noch Bretter bzw. Holz. Das lassen wir auch gleich wieder durchballern. Und ui, Strom. Strom schaut schlecht aus. Aber puh, Glück gehabt. Der Fabrikator ist ja schon ausgegangen. Hui, ui, 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 ui. Das war jetzt aber mal wirklich mehr als knapp. Aber nun gut, wir verbringen sowieso die Nacht hier in der Basis. Und dann sollte eigentlich auch wieder der Strom sich wieder ein bisschen erholen können. Jetzt, wenn es dunkel ist. Gut, der Laser ist natürlich jetzt auch schon ausgegangen. Kein Wunder. Das nehmen wir gleich wieder mit. Ah ja, sehr schön. Das nehmen wir auch alles mit. So, jetzt brauchen wir aber trotzdem zumindest eine Glühbirne. Sonst wird schon gescheit dunkel.
Ah ja, und das letzte Fleisch ist auch gleich fertig. Biokraftstoff läuft noch durch. Wow, 71 Bretter sind's geworden. Ja, damit sollte sich doch eigentlich unser Bauprojekt drüben vollenden lassen. Nägel haben wir drüben, Tauwerke haben wir auch drüben. Das ist auf alle Fälle machbar. Schön. Fundamente stellen wir jetzt allerdings nicht gleich her. Das machen wir, wenn dann auf dem Weg nach drüben zum Außenposten. Dann müllen wir uns jetzt hier nicht komplett zu, zwischenzeitlich. Ich will jetzt nur noch eben das Fleisch hier gleich einsammeln, sonst vergesse ich das. Ich kenne mich, was das angeht. Und das wäre echt ewig schade drum. So, da haben wir es auch schon. Ab damit in den Kühlschrank. Und ja, während der Charakter hier noch das Zeug erstellt, beende ich diese Folge einfach mal wieder mit, ja, dem üblichen Gruß. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Servus.